So, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu meinem ersten offiziellen Video. Heute geht es um einen Lidl-Sneaker, den ich gewonnen habe. Wie konnte man den Lidl-Sneaker gewinnen? In allen Lidl-Shops gab es einen Aufkleber auf dem Boden. Da konnte man sich draufstellen und mit, also es war wie so ein QR-Code, kann man sich das vorstellen. Man hat sich auf diesen Aufkleber draufgestellt, ein Foto gemacht und dann musste man diese Schuhe an seinen Füßen schon einmal anziehen. Also es war dann so eine Grafik, dann kam dann dieser Schuh, ist dann so aufgeploppt und man konnte dann auf seinen Füßen diesen Schuh dann schon mal platzieren. Echt eine coole Idee, ich war dann ewig gestanden, weil ich gedrosseltes Internet hatte. Ja, hat aber jetzt am Ende dennoch geklappt. Wie das Instagram-Bild dann ausgesehen hat, kann ich hier auf jeden Fall mal, ich weiß noch nicht, ja, einblenden lassen. Genau, dann lasse ich auf jeden Fall jetzt hier mal ein Video ablaufen. Da wird man mal sehen, wie der Lidl-Sneaker aufgebaut ist und wie er aussieht. Genau, dann würde ich mal sagen, zeige ich euch das Ganze hier einmal. So kamen die an. Also es war double boxed. So sieht der Schuhkarton aus. Da steht einmal drauf Hashtag Lidl Sneaker in einem ganz coolen roten Design. So, da schauen wir auch gleich einmal rein. Genau, jetzt zeige ich euch noch, was da noch mit dazu gelegen hat. Die Lidl Sneaker hat man ja jetzt schon einmal gesehen, aber ich würde sagen, die gucken wir uns auch gleich nochmal an. Da steht jetzt drauf, herzlichen Glückwunsch zu deinem exklusiven Lidl Sneaker Nummer 352 von 400. Genau, da war das, dieses Willkommensschreiben dann einmal mit drauf. Und hinten drauf steht, erstens, zieh deine Lidl Sneaker Schuhe an. Zweitens, diesen Hangtag über den Kassenscanner ziehen und man bekommt bis zum 24.12. noch eine Gratisdose Kong Strong, das ist ein Energy Drink von Lidl, gratis zu jedem Einkauf mit dazu. Genau, was ich auch noch richtig cool fand, man hat nämlich noch einen Lidl Wertgutschein bekommen oder insgesamt zwei Stück, jeweils 50 Euro. Und dann kommen wir auch noch mal zu den Schuhen, das zeige ich euch auch noch mal schnell. Hier sind sie. Genau, hier hat man diesen Zip, den man gesehen hat, auch schon im Video. Genau, und hier auch nochmal eine Besonderheit, finde ich, 352 von 400. Ich persönlich würde diese Lidl-Sneaker nicht anziehen. Wieso? Es ist exklusiver Schuh, 400 Stück gibt es nur davon. Wenn man mal bedenkt, was die anderen Schuhe so an Zahlen rausbringen oder an Stockzahlen haben, würde ich diese Schuhe auf jeden Fall definitiv erstmal nicht anziehen. Genau, ihr könnt mal gerne unten in den Kommentare schreiben, ob ihr diese Lidl Sneaker überhaupt anziehen würdet oder nicht, ob sie euch gefallen oder nicht. Genau, dann könnt ihr mir gerne auch nochmal unten in den Kommentaren beantworten, ob es gerechtfertigt ist, dass der Schuh zwischen 200 bis ca. 500 oder 600 Euro, habe ich jetzt auch schon gesehen, im Internet angeboten wird. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und schaltet auf jeden Fall die Glocke an und abonniert meinen Kanal, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Schaut da auf jeden Fall mal bei Instagram vorbei, da heiße ich _fasser_. Da bin ich eigentlich mal tagaktuell. Ich poste da sehr viel in den Stories. Genau, ab und zu kommt auch mal ein Giveaway. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.